Heute geht es um die Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Markus von Rechtssalat und wenn du künftig keine Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch genau jetzt in diesem Moment den Kanal und aktiviere die Glocke, so bekommst du wirklich jede Woche einen absolut verdammt wichtigen Rechtsbegriff erklärt. Ja, wie eingangs erwähnt, geht es heute um die Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten. In § 277 BGB ist die Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten normiert und dort heißt es, wer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen hat, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, ist von der Haftung für grobe Fahrlässigkeit nicht befreit. Bevor wir uns nun mit der Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten beschäftigen, werfen wir nochmal einen ganz kurzen Blick auf die grundsätzliche Regelung zur Haftung des Schuldners. Die Haftung des Schuldners ist in § 276 BGB geregelt. Nach § 276 Absatz 1 haftet der Schuldner für vorsätzliches Handeln. Nach § 276 Absatz 2 haftet der Schuldner für fahrlässiges Handeln. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Bei der Haftung für Fahrlässigkeit nach § 276 Absatz 2 BGB knüpft der Gesetzgeber an die Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt an. Das heißt, bei der Haftung für Fahrlässigkeit wird ein objektiver Sorgfaltsmaßstab zugrunde gelegt. Und nun kommen wir zu § 277 BGB. Dort heißt es, wie vorhin bereits erwähnt, wer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen hat, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, ist von der Haftung für grobe Fahrlässigkeit nicht befreit. Das heißt, bei der Haftung für die eigenübliche Sorgfalt knüpft der Gesetzgeber an einen subjektiven Sorgfaltsmaßstab an. Eine Norm, die eine solche Haftungsprivilegierung normiert, ist beispielsweise § 1359 BGB. Die Ehe ist in aller Regel eine ganz besondere persönliche Bindung der Ehegatten zueinander und zeichnet sich auch dadurch aus, dass sich die Ehegatten in aller Regel so nehmen, wie sie sind. Denn bei der Eheschließung haben die beiden Ehepartner ja schließlich einmal auch Ja gesagt zueinander. Und naja, wir Menschen sind nun mal besonders gut darin, einfach Fehler zu machen. Und gerade in solchen besonders engen Beziehungen wie der Ehe sagt der Gesetzgeber, hier soll man nicht für einfache Fahrlässigkeit haften. Man kann also festhalten, bei Schuldverhältnissen mit ganz besonderer persönlicher Bindung der Parteien untereinander zieht sich quasi das Recht zurück und sagt, es muss nicht für einfache Fahrlässigkeit gehaftet werden. Das soll es auch für heute schon wieder gewesen sein und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.